Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal etwas anderes, ein Vlog, würde ich mal sagen. Und wir gehen heute zusammen, also ich gehe zusammen mit euch im Phoenix Center ein bisschen shoppen. Also Freunde, wie ihr seht, bin ich gerade noch zu Hause, aber wir sind gleich auf dem Weg dahin und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Also haut rein! Meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir waren heute shoppen, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, leider habe ich nicht so viele Sachen gefunden. Ich würde sagen, wir packen einfach mal aus. Ich zeige euch mal, was ich mir hier geholt habe. Erstmal eine neue Nike-Tasche. Auf jeden Fall brauche ich die für die Gamescom. Und ja, mal gucken, was wir hier noch alles so Schönes haben. Ja, großartig. Socken. Wie gesagt, ich fange jetzt im Buxtehude an zu arbeiten. Deswegen brauchte ich ein paar neue Arbeitssocken. Das sind 8 Paar. Und ich wollte allgemein, weil ich ja ein komplett neues Leben hier starte, habe ich mich immer gut eingedeckt mit Socken. Auch einmal ein paar Sneakers. Ganz schlichte, hier auch nochmal, das sind so die schlichten, und dann habe ich mir noch welche geholt, mal gerade gucken, wo die sind, da sind sie, Nike, sind sogar glaube ich alles, Nike und zweimal Puma, also ich sag mal so, die Socken sollten auf jeden Fall jetzt erstmal reichen. Ja, dann habe ich dann noch was entdeckt. Muss ich mal rausholen. So, ich habe mir noch 3 Cappies geholt. Sind auch schlichte. Aber ich muss dazu sagen, Freunde, dieser gerade Schirm vorne, der steht mir einfach nicht. Deswegen habe ich so einen leicht gebogenen. Einmal New York Cap. Vor allem die ist nicht mehr hinten mit Öffnung hier, sondern mit Flexit. Die habe ich mir geholt. In schwarz mit Neongrün. Dann habe ich mir die gleiche nochmal geholt. In rot mit weiß. Die sind auch perfekt. Und dann habe ich mir noch geholt eine Jordan Cap. Das ist die hier.
auch mal kurz einmal aufziehen. Die sitzt auch perfekt. Und ja, ich habe mir gedacht, ich hole mal ein paar neue Caps. War sowieso notwendig, weil die anderen, ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, die Cappy-Träger unter euch, dass hier manchmal dann so ein Schweißhand bildet und so. Und das ist echt eklig. Die eine Cappy werde ich waschen, weil die echt teuer war. Aber die anderen, das lohnt sich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die dann noch großartig sauber kriegen werde. So. Dann gucken wir mal weiter. Hi. Da bin ich jetzt schon auf die Kommentare gespannt, was da passieren wird. Drei schlichte Boxershorts. Ganz drei schlicht, also da ist nichts Großartiges dran. Und ihr wisst ja, dass ich auf Neonfarben stehe. Und ich habe mir welche gekauft. Das ist einmal hier die S. Oliver. Neongrün. Neongrün. In Neonorange. Dann habe ich mir eine Puma gekauft. Neongelb. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus und die sind auch, denke ich mal, mega bequem. Und dann habe ich noch welche gesehen, so schlichte, das sind zwei Stück hier, so schlichte von S. Oliver. Dann haben wir noch mal eine schlichte von Puma. Und dann haben wir noch mal zwei von S. Oliver. Einmal mit Streifen und einmal ganz normal. Sind auf jeden Fall sehr geil. Gefallen mir richtig gut. Und der wollen wir gerade gucken, ob wir hier noch. Ich hatte auf jeden Fall. Ah, genau da. Ja, Freunde, dann habe ich mir extra, das hatte ich ja bei Monte im Livestream gesagt, dass ich mir extra noch ein Spiel holen werde für die Konsole, weil mir das dann auch fehlt. Das ist MW2 und ich habe einen GameStop-Laden gefunden. Und was haben wir hier? Call of Duty Modern Warfare 2 für die PS3. Das werde ich auf jeden Fall heute schon mal direkt anzocken. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe es ja bisher nur auf PC gespielt. Und ja. So, Freunde, und jetzt kommt auf jeden Fall. Ja, Klamotten habe ich nichts gefunden da im Phoenix Center. Da war nicht so das da, was ich mir erhofft habe. Deswegen werde ich meine anderen Sachen jetzt, Pullover, Jogginghosen, Hosen, werde ich mir bei DevShop bestellen. Da kann ich gerne euch auch nochmal ein Video drüber machen, was ich mir alles geholt habe, wenn ihr da Bock drauf habt. Und aber eins habe ich gefunden, Freunde. Die haben mich angelächelt. Ich war eigentlich nicht geplant, aber ich konnte nicht widerstehen. Oh ja. Wir haben uns Nike Fingertrap Max gekauft. Der Schuh hat mir mega gut gefallen, weil ich habe ja so einen in der Art schon. Ich kann den euch mal zeigen. Ist auch Neon, ist aber auch schlicht gehalten. Ich kann den euch zeigen. So, das ist der Schuh. Können wir mal näher rangehen. Was haltet ihr von dem? Lasst einfach mal einen Kommentar da, was ihr von diesem Schuh haltet. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr cool. Das Neongelb betont den halt sehr schön und da kann man wirklich viele verschiedene Klamotten zu anziehen. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Mein erster Vlog, mein erster richtiger Vlog. Ich hoffe, euch gefällt er und vielleicht wollt ihr noch ein paar mehr Vlogs sehen. Mich würde es auf jeden Fall freuen, weil das macht mega Spaß, so unterwegs zu filmen und ja. Ich würde sagen, haut einfach mal alles in die Kommentare, was euch zu den Schuhen einfällt, zu den Boxershorts, allgemein so, was ihr von dem Vlog haltet. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder, Freunde. Also, haut rein!